Hallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar zu Mario Luigi Paper Jam Brothers. Yeah, ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich schon, wenn ich diese Musik höre. Cool. Starte. So. Ich sehe schon, wir haben wieder zwei Spiele zur Auswahl. Ja, Mario Luigi Paper Jam Brothers ist ein Zusammenschluss der Mario Luigi und der Paper Mario Serie. Und allein das ist schon das Zocken einfach wert, wenn man beide Serien vor allem sehr gerne mag. Also ich mag beide wirklich sehr gerne. Ich habe von Paper Mario alle Spiele und von der Mario Luigi Reihe fehlt mir noch Abenteuer Bowser. Die anderen habe ich auch. Alle? Ja, doch. Und ja, mal gucken. Welches nehme ich jetzt als Let's Play Spielstand und welches möchte ich privat mal spielen? Ich nehme die 1 als Let's Play, okay. Dann let's go! Ah, Peachs Schloss, wie schön. Wer kommt denn da? Ah, mein Toad. Spürst du diesen Luftzug? Hier muss irgendwo ein Loch in der Wand sein, durch das der Wind pfeift. Brrr. Kommt das etwa von hier? Das ist Luigi. Nun sei doch nicht so schreckhaft, Luigi. Das war so klar, dass er das ist. Oh Gott. Achso, du fürchtest dich vor der Dunkelheit. Oh Mann, echt jetzt? Das kann ich gut nachvollziehen. Irgendwie ist es hier unheimlich. Guck mal, Licht. Ich habe mal fix die Fenster aufgemacht. Besser so? Okay. Prima, also woher kommt dieser Luftzug? Aha, ich hab's entdeckt. Oh, ein fettes Loch in der Wand. Ganz schön weit oben. Und meine Beinchen sind so kurz. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dorthin kommen soll. Ja, ich schon. Ach, du willst dir das mal ansehen? Danke, Luigi. Okidoki. Okidoki. So. Gehen wir mal da hoch. Oh. Oh, scheiße, da ist eine Maus. Ah. Na nu, eine Maus? Die muss ich wohl übersehen haben. Aber vor so einem Mäuschen hast du doch keine Angst, oder? Jetzt, wo du schon fast an dem Loch angelangt bist. Jetzt geh schon, wo ist eigentlich Mario? Wieder. Ja. Ein bisschen näher könntest du an das Loch schon rangehen. Magst du einmal nachsehen, ob diese Luft... ob diese Zugluft von dort kommt? Okay. Okay, okay. Ja. Steck den Kopf rein, Luigi. Ja. Wow. Wow. Hilfe! Mama mia. Was macht die Maus? Ich hab's mir gedacht. Oh, schräg! Piep, 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 piep. Ja, deine Beinchen sind so kurz. Du kannst nicht hoch. Ne, Toad? Ich sehe es gerade. Luigi. Hinter dir, die Erde, ja. Oh no! Oh no! Oh, Luigi. Hatschi. Oh, ein Buch. Und bam. Oh, Mama mia. Und nochmal, oh Schreck. Reiß dich zusammen, Luigi. Mit diesem Buch dort geschieht etwas Seltsames.
Die Paper-Figuren. Cool. Oder auch nicht. Okay. Wird erstmal alles Paper-mäßige verteilt über der ganzen Welt anscheinend. Hilfe! Hilfe! Okay. Ich finde die Idee schon total toll, das zusammenzumischen. Also, richtig cool. Ey, guck mal, da kommt ein Toad runtergeflogen. Und nicht nur einer. Oh, Salle-Kompasse-Formation! Nu, haben wir neue Rekruten? Wo bin ich? Hey, du bist ja flacher als ein Pfannkuchen. Ein Flachwitz. Ihr seid ja runter als der Schneemann da drüben. Keine Angst. Na los! Zeigt uns diese Attacke nochmal. Boah! Willkommen bei Team Bowser, Rekruten. Mit dieser Attacke besiegt ihr Mario mit links. Glaubt ihr? Ich glaube, ich träume. Das ist Peach, oder? Ah! Unglaublich! Was geht denn hier vor? Prinzessin! Paper Peach! Liebe Güte! Cool! Luigi, kannst du erklären, was hier vor sich geht? Offensichtlich nicht. Bist du ich? Oder bin ich du? Sehe ich etwa doppelt? Es gibt uns zweimal. Hast du etwa doch eine Erklärung, Luigi? Verstehe. Du wolltest also ein Loch in der Wand reparieren. Das Buch fiel herunter. Da hast du dich so furchtbar erschreckt. So sehr, dass du zu tanzen anfingst. Moment mal, wieso warst du am Tanzen? Verstehe. Luigi? Dauert das hier noch länger? Willst du wissen, was die Prinzessinnen hierzu zu sagen haben? Verwende das Schiebepad, um zu ihnen herüber zu gehen. Okay. Willst du mit den Prinzessinnen zu reden, Mario? Na klar. Ich kann nicht glauben, dass es diese zweite Welt gibt. Und ein zweites Ich? Unglaublich, nicht wahr? Das Buch wurde geöffnet und schon wurden wir aus unserer Welt in diese hier gefegt. Dann liegt der Schlüssel zu unserer Rückkehr sicher auch in diesem Buch. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Nur die Ruhe, euer Papierlichkeit. Ihr seid bei uns im besten Händen. Wer bist du? Ich bin Glitzerstern. Ich bin ein Abgesandter der Sternengeister und unterstütze Mario und Luigi. Sehr erfreut. Wir kümmern uns um eure Heimreise. Schaut euch doch so lange die Umgebung an. Ich bin sicher, Mario und Luigi würden sich gerne als Reiseführer durchs Königreich anbieten. Eine hervorragende Idee. Die Umstände mögen zwar nicht ideal sein, doch es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Hihi. Jetzt kann ich Selbstgespräche führen und sogar eine Antwort erhalten. Es freut mich auch sehr, dich kennenzulernen, Mario. Ach Mario, du weißt doch, dass ich nicht auf Formalitäten stehe. Es gibt gleich zwei davon, ne Mario? Es gibt wirklich keinen Grund, so schüchtern zu sein. Psst.
Du bist ja auch gleich verliebt, oder? Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Luigi. Oh, du auch. Du bist ja ganz rot, Luigi. Prinzessin! Peach! Ja? Nanu? Ah, da drüben. Prinzessin Peach! Eine Gruppe Toads ist plötzlich aufgetaucht. Sie sehen aus wie wir, nur platter. Das habe ich doch gerade gesagt, Luigi. Sie sind jedenfalls ganz verschüchtert. Zittern wie Blätter im Wind. Nach all dem, was die armen Toads durchmachen mussten, ist das doch verständlich. Bitte führt sie hierher, dann heißen wir sie angemessen willkommen. Leichter gesagt als getan. Vor lauter Panik hören sie ihm kaum zu. Mamma mia. Gute Idee, Mario. Auf dich hören sie bestimmt. Mir nach. Luigi, let's go. Come on. Warte, nimm das hier, bevor du gehst. Du hast die Tipps erhalten. Wähle sie im Menü aus, um alle möglichen Informationen zu erhalten. Im Menü findest du eine Vielzahl hilfreicher Informationen. Drücke Start oder berühre Menü auf dem Touchscreen, um es zu öffnen. Okay, ich habe jetzt, obwohl ich das, glaube ich, in dem Game kaum brauche, wie immer halt auch den kleinen unteren Screen eingeblendet. Das kennt ihr ja von mir schon bei 3DS Let's Plays. Oh, hier haben wir schon einen Block. Mit ein bisschen Money drin. Und hier ist auch noch mal was. Noch mehr Geld. Okay. Oh, soll ich die Tipps jetzt schon aktivieren? Nö, ich gehe einfach mal. Hey, ihr flachen Toads, ihr könnt aus euren Verstecken kommen. Kommt schon, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ich sehe einen von ihnen dort drüben. Und weg ist er. Hä? Ich hätte schwören können, dass ich einen von ihnen hier gesehen habe. Wir wollen doch nur helfen. Darum zeigt euch doch endlich. Mama. Junge, Junge, bin ich froh, euch zu sehen. Die Papiertoads fürchten sich und haben sich versteckt. Wäre es doch nur möglich, mit ihnen zu reden. Ich könnte sie sicher beruhigen. Das Dumme ist nur, dass sie so flach sind und einfach in der Landschaft verschwinden. Mario. Luigi? Suchen wir zuerst nach den Papiertoads, die sich im Palast verstecken. Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe, die armen, verängstigten Toads. Oh ja, Toads suchen. Rette die Papiertoads. Fertig? Los, ich sehe einen. Hallo. Hey, du da, ich sehe dich. Mario, Luigi? Ihr beiden seht aber seltsam aus, irgendwie runder oder so. Ach, na klar, ich träume noch. Das würde auch erklären, warum Luigi viel beeindruckender als sonst aussieht. Hm? Du sagst, du willst uns allen helfen, nach Hause zurückzukehren? Wenn das so ist, dann bleiben wir bei dir. Hast du noch Platz in deiner Hosentasche? Was? What the f... in der... Okay. Ah, I see. Wieder abwechselnd springen. Hier sind drei Toads drin, na super. Okay. Hallo, ihr drei. Huch, sie haben uns gefunden. Lauft, Leute, lauft. Ihr müsst nicht laufen, bleibt hier. Hm? Ist das wirklich Mario? Er sieht ein bisschen rundlich aus. Tut er doch immer. Aber wen interessiert's? Wir sind endlich in Sicherheit. Und jetzt alle in Marios Hose. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da ist auch noch einer. Hier gibt's nichts zu sehen, nur eine alte, langweilige Säule. Ja. Eine Säule, die reden kann? Super, du hast mich gefunden. Das war's dann wohl. Am Ende in 1000 Stücke gerissen. Was denn für ein... Nee. Was meinst du mit sie genauer hin? Rotes und grünes Outfit, buschige Schnurrbärte? Ach du liebe Güte, Mario Luigi, ich wurde von Berühmtheiten gerettet. Der miserabelste Tag meines Lebens wendete sich gerade zum besten Tag meines Lebens. Diese Toads. Ich mag das Lied. Wo können denn hier noch... Oh. Uff. Oh nein, ich bin gefangen. Bitte esst mich nicht. Ich bin mir sicher, ich schmecke abscheulich. Nach Papier. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du Mario ziemlich ähnlich siehst?
Warte mal, du bist der Mario von dieser Welt? Das ist verwirrend, aber anders kann es nicht sein. Ja. Ist dir so verwirrend? Muss ich hier irgendwo raus oder noch, sind oben auch noch zwei? Wieso habe ich denn jetzt eine nasse Hand? Also nasse Finger? Ich bin doch nicht nervös. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr gewohnt, mit dem kleinen 3DS zu spielen. Hey, der hat so einen komischen Schatten. Ich habe die ganze Zeit keinen dieser flachen Toads gesehen. Ich wusste es doch. Was ist das hier für ein verrückter Ort? Wo sind all meine Freunde? Ich flehe euch an, bitte verspeist mich nicht. Warum denkt ihr alle, dass wir euch essen wollen? Was, wirklich? Du bist Mario? Also der berühmte Mario? Im wahren Leben siehst du ganz anders aus. Irgendwie runder oder so. Ach egal. Endlich in Sicherheit. Okay, fehlt noch einer. Hat Luigi wieder irgendwas vermasselt? Laufen darum alle kopflos durch die Gegend und flippen mich hier aus? Nö, das nicht. Aber ich brauche noch einen Toad. Hallo, Luigi. Hast du einen Toad gesehen? Ah! Verstecken ist nicht, mein Freund. Wo sind all die Toads noch hin? Sie sind zurück in ihrem Buch. Sie wurden von der Ziege gefressen. Sie sind näher, als du denkst. Was meinst du damit? Du liebe Güte, da hast du dir ein Versteck ausgesucht. Bitte beschützt mich, Prinzessin Peach. Diese pummeligen Grobianer sind hinter mir her. Beruhige dich, das sind Mario und Luigi. Sie sind zu deiner Rettung erschienen. Wirklich? Yep. Das wusste ich. Ich habe nur so getan, als würde ich mich verstecken. In Wirklichkeit habe ich euch im Auge behalten, Prinzessin. Na klar. Oh yeah, wir haben alle. Juhu. Yeah. Prinzessin Peach. Ah. Och, weine nicht. Du bist jetzt in Sicherheit. Sie stehen sicherlich noch unter Schock, dass sie auf einmal in unsere Welt gelandet sind. Zumindest einem Teil. Aber tatsächlich ist da noch etwas anderes. Da waren noch so viele andere Toads. Und sie sind alle unauffindbar. Oh. Klingt nicht gut. Ja, die sind hier. Wo sind wir nur? Was haben wir denn hier? Eine Horde abgemagerter Toads? Oh, nee. Treibt sie zusammen! Was passiert hier? Täusche ich mich oder sehen die sogar noch mickriger aus als üblich? Das sagt ihr, ihr seid Goombas. Ist doch völlig egal, fangt sie einfach ein. Oh nein, zu Hilfe. Holt sie euch. Nicht alle, ein paar sind weggelaufen. Und einfach so entführten diese Goombas den Rest unserer Freunde. Ach, das seid ihr gewesen, okay. Ich habe solche Angst, dass sie geknickt oder gar zerknüllt wurden. Oh mein Gott. Oder in Millionen Schnipsel zerrissen. Oh, es ist furchtbar, überhaupt drüber nachzudenken. Hm. Oh weh. Was ist los? Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Als wir aus dem Buch strömten, habe ich flüchtig Bowser und einige seiner Schergen gesehen. Das heißt dann wohl, dass sich der Bowser aus meiner Welt ebenfalls gerade in dieser Welt befindet. Oh oh. Und wenn sich die beiden Bowser zusammentun, ich erschaudere bei dem Gedanken an den Schaden, den sie anrichten könnten. Nicht nur du. Mario und Luigi, das Schicksal unserer beiden Welt liegt nun in euren Händen, wie immer. Das heißt aber auch, dass wir, dass hier ein Paper Mario sein muss, ne? Kann ich mich bei der Rettung meiner verlorenen Papieruntertanen auf eure Hilfe verlassen? Oh yeah, let's go! Ja, logisch. Dies ist möglicherweise bis jetzt ihre größte Herausforderung. Immerhin müssen sie sich gegen zwei Bowser und all deren Schergen zur Wehr setzen. Nun, ich bin sicher, sobald ihr Mario gefunden habt, wird sich das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Aber Mario befindet sich doch genau hier. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Natürlich. Auf geht's, Mario. Gut, sie versteht, was er... Ich weiß immer noch nicht, ob Glitzerstern weiblich oder männlich ist. Ich dachte immer, es ist weiblich. Sag ich mal sie. Ich weiß, was sie meint. Ist ja klar, wir müssen ja auch ein Paper Mario finden, weil wenn die Welten sich zusammentun, gibt es ja auch einen Paper Mario.
Aber wo der ist und ob wir demnächst, also demnächst bald finden, das werden wir dann im nächsten Part erleben von Paper Mario, nee, was erledigt. Ich muss mich an den Titel gewöhnen. Mario Luigi Paper Jam Bros. Bis dann.